Hallo und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Das war ein Versuch, die Einleitung einfach mal anders zu sagen. Als Hallo und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Hallo. Ja, wir sind an Scyllas Lager, glaube ich. Ich glaube schon, dass es so ist. An Scyllas Lager, genau. Und ich habe nebenbei auch den Nebenquest, den einzigen, den wir noch hatten, gelöst. Und zwar das mit den komischen Truhen von, keine Ahnung wem, das Erbe der Familie Asta, das war's. Und da hatte ich noch eine Karte im Inventar und da sollte man drauf gucken. Und wenn man da drauf gedrückt hat, ist zwar nichts passiert, deswegen dachte ich immer, das funktioniert gar nicht. Aber wenn man dann wieder ins Spiel gegangen ist, dann kamen die gelben Kringel für eine kurze Zeit und man wusste, wo man die Truhen findet. Es war einfach nur Truhen finden, aufmachen, fertig war der Quest. Ja, das wollte ich nur erzählt haben. Jetzt holen wir uns aber mal ein paar neue Nebenquests hier. Hier bei den Kerlen hier, die hier voll die Besprechung haben. Und da frage ich jetzt mal nach. So, was ist denn los? Keine Angst. Ich weiß, wer ihr seid. Wir sind hier sicher. Willkommen in meinem Lager. Ich bin Hauptmann Dren Ancilla, Urenkel von Clari Ancilla und Erbprinz der Kelet-Küste. Im Gegensatz zu den Tuata bin ich ein großzügiger Gastgeber. Bitte, kommt, wärmt euch an unserem Feuer. Alles, was wir haben, gehört euch. Was macht ihr hier? Und danke übrigens. Ich habe zahllose Schlachten geschlagen und eine endlose Belagerung überlebt, um in meine Heimat zurückzukehren. Aber nicht aus Nostalgie. Ich bin hier, um mir zu nehmen, was mir gehört. Mhm. Es wird allerdings nicht einfach sein, den Thron zu besteigen. Vor seinem Tod hat mein Vater die Symbole seiner Macht versteckt, um sie vor Dieben zu schützen. Die Rede ist vom berühmten Siegel von Ancilla und den Verdantklingen, also dem königlichen Medaillon meines Vaters und seinen Chakrams. Ohne sie bin ich nur ein Soldat. Erzählt mir von eurem Haus. Einst war Kelet das opulente und blühende Reich meines Vaters und seines Bruders Porte. Es war seit Generationen im Besitz unserer Familie und unsere Untertanen führten ein friedvolles Leben. Natürlich beanspruchten auch die Gasthürs das Land für sich. Sie haben sogar ein Schloss gebaut, um auf uns herabzublicken. Auf uns! Was sind die Klingen und das Siegel? Das Siegel wurde von meiner Ur-Urgroßmutter geschmiedet, der ersten Clari Ancilla und Ahnherrin des hiesigen Adels. Sie schuf es eigenhändig aus Skarabäensalzen und Tyrenium. Die Verdantklingen gehörten meinem Vater. Er schlug mit ihnen so manche Schlacht, um unsere Grenzen zu sichern. Sie suchen in ganz Clurikon ihresgleichen. Und nicht nur dort. Ich besorge sie euch. Ich hatte gehofft, ihr meldet euch freiwillig. Die Beschaffung der Erbstücke wird kein Spaziergang. Sie werden in einer Familienschatulle aufbewahrt, deren Schlüssel sich nicht in meinem Besitz befindet. Was den Schlüssel angeht, das war ein Fehler. Ich war jung und töricht. In der Nacht, bevor die Bolgans kamen, gab ich den Schlüssel einem Mädchen. Sie war, wie soll ich sagen, meine Jugendliebe. Ihr Name ist Hillaret Gasthür. Ja, Gasthür, die Erzfeinde unseres Hauses. Es war eine Geste. Ich wollte ihr zeigen, wie viel sie mir bedeutet. Aber jetzt hat sie, was ich brauche. Überredet Hillaret, euch den Schlüssel zu geben. Und holt meine Insignien aus der Schatulle in der alten Familienfeste Seewacht, östlich von hier. Viel Glück. Jawohl, wo ist Hillaret, Gasthür? Hast du zwar gerade gesagt, aber egal. Ich habe Hillaret zuletzt in der Schlacht von Melsenshir gesehen. Sie wurde wie ich eine Soldatin. Kein Wunder. Sie war schon immer zäh. Versucht es im Stammsitz ihrer Familie, Schloss Gasthür. Vermutlich ist sie dort. Das heißt, wenn sie überlebt hat. Klingt aber sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, ob wir, die überzeugen können. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch gleich mal. Und holen uns aber auch nochmal von der hier, dieser Alpha-Soldatin hier, die gefreite Janara, auch nochmal den nächsten Quest. Gütige Lyria. Ich kenne euch. Ja, genau. Als ich euch das letzte Mal gesehen habe, habt ihr von dem Balor herabgebaumelt wie ein Speicheltropfen am Kinn eines Bolgan. Ich glaube es nicht. Die Helden von Melsenshir. Dieses Gesicht würde ich überall wiedererkennen. Lasst mich raten. Die Armee hat euch auf einen Sonderauftrag hier herausgeschickt?
Ich persönlich versuche einfach nur in die Nacht hineinzuleben, ein wenig Zeit für mich zu finden, einiges zu ergründen. Warum wollt ihr euch umsehen? Wirklich? Ihr wisst aber schon, wo wir hier sind, nicht wahr? Das hier ist die Kaelid-Küste, das Land der Alpha-Lords. Ancilla und Gastür? Die südlichen Lichter? Die Kinder der Lady? Ihr wisst es wirklich nicht, oder? Dieses Land beherbergt so viele Geheimnisse und angeblich ebenso viele Schätze. Meine Lieblingslegende ist die Kinder der Lady. Sie sind eine Sammlung von Farnwedelpuppen, äußerst selten und ausgesprochen wertvoll. Der Legende nach gingen sie während der Invasion verloren. Ich würde mich ja selbst auf die Suche nach ihnen machen, aber die Pflicht ruft. Erzählt mir von den Puppen. Die alte Lady Clary war die letzte Braut des Hauses Ancilla. Und verrückt. Es heißt, sie habe mit Geistern gesprochen und ihr eigenes Baby erstickt. Ihre einzige Liebe war eine Puppensammlung und diese Liebe grenzte schon an Besessenheit. Sie hat sie überall hin mitgenommen, ihnen Namen gegeben und sie sogar mit in ihr Bett genommen. Die meisten Scholaren glauben, dass die Kinder der Lady, wie sie schließlich genannt wurden, eine besondere Bedeutung für sie hatten. Bloß welche? Was für ein Geisterauftrag. Ich werde nach ihnen suchen. Das würdet ihr tun? Trotz all eurer anderen, dringenden Angelegenheiten? Ach, na ja. Meine Schwester wird mir das niemals glauben. Die Heldin von Mel'Sentia. Ja. Der Legende nach wurden die Puppen zuletzt in Lady Ancillas Besitz gesehen, als ihre Familie ermordet wurde. Deshalb wollte ich mich gerade in den Ruinen nach ihnen umsehen. Wo sind die Puppen? Ich an eurer Stelle würde es bei den Ancilla-Ruinen versuchen und vielleicht auch beim Schloss. Das letzte Mal, dass die Puppen in Lady Ancillas Besitz gesehen wurden, war bei der Ermordung ihrer Familie durch die Bolgan. Na gut. Quatschen wir nochmal mit ihr, wenn es denn dann soweit ist. Erstmal kümmern wir uns um diesen Auftrag hier, den wir zuletzt angenommen haben. Das sollte ja alles immer nicht allzu lange dauern, gehe ich mal davon aus. Bin ein bisschen schwerfällig, weil sie immer noch krank ist. Und ich kann auch mal nebenbei so einen Trunk nehmen. Dann regeneriert sie sich langsam. Wir kommen ja mittlerweile mit allem klar, was sich uns in den Weg stellt. So, das war's. Da wollte ich gar nicht hin. Das ist schon wieder so weit weg, ey. Können die was mal nicht bitte so weitläufig machen? Hallo. Was ist da oben jetzt, das Gebäude? Sollen wir da rein? Ich glaube ja, oder? Ja. Gut, hätte ich auch per Schnellreise machen können, aber egal. Also nochmal hier rein ins Schloss Gastür, da waren wir auch schon drin, aber jetzt halt mit dem Nebenquest auch noch. Jetzt hat das auch einen Sinn. Ach so, an der Stelle möchte ich auch nochmal unsere junge Dame hier nochmal zeigen. Die hat eine mega tolle Rüstung an. Ich bin mega stolz drauf. Nach meiner letzten Aufnahme habe ich diese Rüstung gefunden, diese Oberkörperrüstung, die besser ist als das, was wir vorher als Setteil anhatten. Ich finde das super geil, ihr Outfit mittlerweile. Also ich würde ihr noch andere Stiefel anziehen und so. Ich habe auch wieder den Helm ausgeschaltet. Sie hat auch Ohrringe von mir bekommen, falls ihr das jetzt mal so seht. Ich dachte, es ist vielleicht ganz cool, sie noch mal ein bisschen optisch. Ich verändere sie ja sowieso zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Immer mal Pferdeschwanz, mal den Lippenstift, mal so das Aussehen. Und die Rüstung und das alles ändert sich ja auch stetig. Auch unser Bogen ist jetzt ein anderer. Wir haben jetzt Helios Ziel. Der ist tatsächlich vom letzten Questkampf ein besserer gewesen, als ich gedacht hätte. Den habe ich auch ausgetauscht, wie ihr bemerkt habt. Sehr guter Bogen mit 80 Körperschaden. Diesmal Feuer. Feuer mag ich nicht so gerne eigentlich wie Eis und Gift in dem Fall. Aber sehr cooler Bogen habe ich einfach mal ausgetauscht. Das Zepter brauchen wir nicht hier drin, merke ich gerade. Und die hier eigentlich auch nicht. Und genau, und Rüstung wollte ich noch sagen. Das ist wieder so eine Fruchtschuppenrüstung, genau, eine Furchtschuppenrüstung. Und da kommen auch noch,
Da kommen auch noch ein paar Gemmen rein und da haben wir sogar eine epische Fassung drin. Das ist das erste Mal, dass ich eine Rüstung gefunden habe, bei der es auch eine epische Fassung überhaupt gibt. Dafür sind, um es mal euch zu zeigen, bei Gegenständen, da habe ich extra diese hier. Also das sind die Gemmen, die in epische Rüstungen rein sollen. Es steht da auch, dass man die halt in epische Rüstungen reinsetzen soll und so. Und diese Fassung gibt es halt nicht in allen Rüstungen. Sehr, sehr cool. Ich bin aber noch nicht ganz überzeugt hier von meinen Gemmen. Deswegen habe ich da noch nicht alles drinne. Und die Kapuze, die sie aufhat, die ist auch von mir selber. Wir haben eine edle Alexis-Kapuze. Ja, das ist die, die wir anhaben. Die war besser als das, was ich vorhatte. Also habe ich mir selber zusammen gebastelt. Und ich finde, wie gesagt, die Oberkörperrüstung sehr, sehr cool. Ich finde, sie sieht sehr schnieke aus. Ich wollte das nur noch mal erzählt haben. Ich glaube, das habe ich jetzt auch genug gemacht. So, da komme ich nicht weiter. Das ist ja hervorragend. Ich mag diesen Komplex hier nicht. Der ist mir zu kompliziert. Wo geht's denn hier lang? Muss ich jetzt da lang? Ich muss hier lang. Das ist so ätzend. Es ist so ätzend, dass man da weiß, man will nach unten links und man muss nach rechts gehen. Das heißt schon immer alles. Oh, jetzt kann man hier wieder ewig laufen. Nur für den Scheiß, ne? Nur für diesen Scheiß. Komm. Lauf dir einen ab. Geht's jetzt nur geradeaus oder komme ich ja nochmal wieder zurück? Da, hier kommt ein Bogen. Alles klar. Dauert ja nur ein paar Stunden. Wieder auch zurückzulaufen vor allem. Ätzend. Wer ist hier? Guck mal, da ist noch einer drinne. Wollen wir den nochmal rausholen mit unseren drei Dietrichen? Komm mal raus. Hallo. Der ist aber schwierig. Diese Prismäre-Trolle, die stecken immer irgendwie mehr ein. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Vielleicht haben wir dafür ja was bekommen hier. Nö, natürlich nicht. Wir haben aber den Klopsi einfach mal hier erledigt wenigstens. Gut, gut, gut. Dann geht's weiter. Weiter nach oben, weiter nach links, weiter nach Pipapo. Das weitläufig. Oh, ich wünschte, ich hätte das alles schon längst hinter mir. Das frisst so viel Zeit, hier sinnlos herumzulaufen. Aber es kann ja nichts dafür. Ich kann doch nichts dafür. Die wird auf ungewöhnliche Weise geöffnet, die Tür. Na gut. Wie ihr meint. Ja, dann nicht. Bestimmt mit den Schaltern da hinten. Aber egal. Die Frage ist halt auch immer, ob man dann dadurch vielleicht Z-Teile findet wieder. Na, dafür würde es sich schon wieder lohnen, diese doofen Schalter zu betätigen. Aber ich fühle mich ja einfach nicht wie bei Tomb Raider, wo ich jetzt Lust habe, irgendwelche Schalter zu betätigen, in einer gewissen Zeit da und da hinzurennen. Oh, ätzend. Hallo. Möchte ankommen. Oh, ich komme hier nicht weiter. Wo denn dann lang? Da lang? Bestimmt. Ich gucke ja eigentlich meistens mehr oben rechts auf die Karte, als da, wo meine läuft. Aber egal. Hauptsache, man kriegt's hin. Doofen Weg hier. Doch, ich glaube, das sieht gut aus. Das ist der richtige Weg. Warum ruckelt das eigentlich immer so zwischendurch? Ja, dann kannst du auch noch mal mitnehmen. Nimm ihn mit! Mein Gott. Überleg doch nicht so lange. Jetzt haben wir was Gutes und was Schlechtes. Na endlich. Hier. Ach. Hey. Ach, das ist die. Die. Die ist das. Erinnert ihr euch noch an die? Die, guck mal, die macht hier immer noch Liegestütze. Wir haben schon mittlerweile den Endkampf geschaffen. Die ist immer noch hier am Trainieren. Ha, hu, hi. Na gut, dann wollen wir mal mit dir reden. Ja. Diese alte Feste muss dringend auf Vordermann gebracht werden. Aber zumindest werden die Hallen nun nicht mehr von Rakinons Monstern geziert.
Ich habe vor Jahren mal einen Drehen an Cilla gekannt, aber das war in einem anderen Leben und ich war eine andere Person. Was zählt, ist allein meine Suche. Sie hat mich völlig verzehrt. Habt ihr gerade an Cilla Schlüssel gesagt? Nun ja, natürlich habe ich ihn. Seit 10 Jahren habe ich ihn nicht mehr aus den Augen gelassen. Wollt ihr etwa sagen, Drehen ist am Leben? Ist er hier? Moment mal. Das alles könnte auch ein Trick sein. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht hier seid, um den Gasttürbesitz an euch zu reißen, jetzt, wo ich gerade dabei bin, ihn zurückzugewinnen? Er hat euch nie vergessen. Drehen. Ich könnte ihn niemals vergessen. Zwischen unseren Familien herrschte ein derartiger Hass, aber ich hätte Drehen niemals hassen können. Er war der Grund, warum ich die Bolgan überleben wollte. Um zurückzukehren und neu anzufangen. Nehmt den Schlüssel und gebt ihn Drehen. Richtet ihm meine Grüße aus. Vielleicht können wir unsere Freundschaft ja wieder aufnehmen, wenn all das hier vorüber ist. Es ist doch alles schon vorüber. Komm doch einfach mit. Hier ist doch sowieso nichts los. Ich bin ein Hauptmann dessen, was noch von General Tileras Armee übrig ist. Nach Melsenshir sind nur noch eine Handvoll von uns übrig geblieben. Aber wir rücken weiter nach Süden vor, zum Lager der Tuatha. Meine Suche nach Gerechtigkeit bedeutet mir jedoch mehr als jeder Sieg. Ich habe meine Soldaten in die fähigen Hände von Hauptmann Kanven gegeben. Sie ist ohne mich weitergezogen. Meine Tage der Schwerter und Schlachten liegen hinter mir. Nun werde ich die Kelet-Küste mit Hilfe von Leuten wie euch wieder aufbauen. Der Name Gasttür wird wieder eine Bedeutung erhalten. Diese alten Hallen waren zu lange in der Gewalt der Bolgan. Von Schloss Gasttür ist nur noch eine Ruine übrig. Sobald dieser Krieg vorüber ist, werden wir es neu aufbauen. Der Krieg ist vorbei. Lebt wohl. Okay, dann werde ich, da ich mich jetzt sowieso darum kümmere, werde ich gleich mal das anmachen. Nicht, dass es hier noch mehr... Aha, für den anderen Quest müssen wir nämlich auch hier rein. Ich lasse mich nämlich nicht verarschen. Nein, das brauchen wir nicht. Und das habe ich alles mit Absicht liegen gelassen, weil ich schon wusste, dass ich das nicht brauche. Das ist ja interessant. Jetzt hört sie auch auf zu trainieren. Aber wir müssen auch noch auf die andere Seite. Da sind nämlich irgendwelche Puppen für den anderen Quest. Ja, ich denke mit und laufe diesen Weg nämlich nicht nochmal gerne. Das bedeutet, dass wir hier vielleicht ein bisschen 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Und das wäre sehr schön, weil der Weg auch lang genug ist. Oder der zeigt uns jetzt einfach nur raus. Das kann auch sein. Das wäre aber auch schön. Ich will nämlich gerne raus. Raus, raus, raus. Die Maus. So. So. Oder finde ich hier eine Puppe drin? Ich weiß es nicht. Kann man hier eigentlich hochrennen? Und kommt man hier weiter? Nein. Ah, ich kann hier runter. Das ist gut. Praktisch. Weg gespart. Nee, ich glaube, das zeigt uns tatsächlich einfach nur raus. Aber ich werde mich dem auch so gleich aufmachen. Ach ja, wir waren wesentlich schneller jetzt zurück als im Hinweg. Das ist gut. Ich frage mich immer noch, ob das mit diesen Klapp-Dingern Platten geklappt hätte, die Klappe, die Klapp-Klapp, die Türen aufzumachen. Das wäre cool gewesen. So, wo sollen wir denn hin für die Puppen? So, einmal die erste ist direkt beim Ancilla-Lager. Dann können wir erstmal den Kram zurückgeben hier. Hey. Hey. Ihr habt den Schlüssel. Wunderbar. Habt ihr Hillerit gesehen? Ja. Wie sah sie aus? Oh, dafür ist jetzt keine Zeit. Ihr müsst die Klingen und das Siegel beschaffen. Hab ich schon. Hab ich? Oder hab ich nicht? Ach so, nee, klar. Ich bin ja noch gar nicht, bis zum nächsten noch gar nicht Mal. Fertig hier mit seinem Kram. Stimmt. Das war ja nur der Schlüssel. Haha. Aber hier habe ich schon mal irgendwie die Puppe oder was ist das jetzt? Ja? Plündern Skelett. Tatsächlich, eine Ancilla-Puppe. Okay, das war die eine Puppe. Puppe Nummer 1. Ist ein bisschen gruselig, der Quest. Aber naja. Wo soll ich denn dafür hin? Ach, da soll ich auch dafür lang. Das ist praktisch. Dann finden wir da auch vielleicht Puppe und... Pipapo. Kommen wir hier denn weiter oder komme ich hier nicht weiter? Momentchen mal. Seewacht. Gehen wir mal direkt per Schnellreise hier hin. Geht schneller. Und dann wieder nochmal Quest. Puppe. Ah, da sind noch 2 Puppen. Ich will die Puppen gerade mal eben noch holen und dann gehen wir rein. Nee, die sind jetzt doch weiter weg. Oh Mann, oh.
Jetzt sind die da unten? Wir sind auf einer ganz anderen Straße. Nee, da habe ich jetzt keine Lust zu. Aber wir sollen jetzt sowieso für eine Puppe da auch rein. Na dann. Seewacht. Wir kommen. Nochmal. Waren wir hier schon mal drinne? Bestimmt, ne? Bestimmt. Können wir die anders erledigen? Das wäre sehr schön. Ich glaube, das kriegen wir hin. Bam. Und den auch. Sieht sehr brutal aus, ist es auch. Ja. Ja, komm. Nimm mit. Ich will aber nicht raus. Da komme ich doch gerade her. Ich bin verwirrt. Wo sollen wir hin? Hier lang? Guck mal, da ist doch noch was. Das sieht doch gut aus. Hier haben wir auch noch was. Reparaturkit. Prima. Da. Reparaturkit. Oh Mann, oh, jetzt ist mein... Ich mag das nicht. Warum ist das Inventar schon wieder voll? Haben wir hier noch was? 7 Dietrich hier, das schaffen wir. Mittel. Goldener Kelch. Oh Mann. Jetzt muss ich das mal leeren hier, mein Inventar. Das ist ja immer dasselbe. Hier, mit dem Kram. Immer dasselbe. So. Nochmal. Bitte mitnehmen. Reparaturkit ist immer gut. Hör auf zu ruckeln, Spiel. Und den nehmen wir mit. Das nehmen wir. Nehmen alles mit. Und dann würde ich sagen, weil es jetzt eh total leckt, warum auch immer. Hört ihr mal auf. Ach, also jetzt leckt es nicht mehr. Nö, jetzt geht's wieder. Nein, ich möchte kein Langschwert. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Part von Kingdoms of Amalur und dann sammle ich hier den Rest mal eben ein. Und wenn ich das gemacht habe, entweder wir machen das zusammen. Nein, wir machen das zusammen, weil da ist noch jemand, der auch unsere Hilfe braucht. Da ist ein Ausrufezeichen, das ist wichtig. Wir machen das zusammen im nächsten Part. Bis dann!